Charlie und wir sind aus der Zimbabwe. Das ist Georgi und das ist Papa und das ist eine sehr tolle Pflanze und die heißt Thymian. Und jetzt packen wir rein. Genau, heute reden wir über Thymian, stellen diese wunderbare Pflanze vor, die alle von euch sicherlich kennen. Aus der Küche, aber auch als Heilpflanze. Ist besonders bekannt bei Erkältungskrankheiten wie Husten, Bronchitis, Angina. Kann aber auch gut für Kinder eingesetzt werden bei Erkältungskrankheiten. Hier wird es über den Raumduft aufgenommen, also wird ein, zwei Tropfen in eine Duftlampe getan oder einfach auf ein feuchtes Tuch, auf die Heizung getropft. Es geht aber auch, wenn das Kind schon recht krank ist, unter die Fußsohle ein Tropfen eingerieben. Und das hat einen wahnsinnig antibakteriellen Effekt. Also es kann durchaus als natürliches Antibiotikum bezeichnet werden, dieses wunderbare ätherische Öl. Und des Weiteren kann sie aber auch bei Gelenkschmerzen, bei Arthritis ins Massageöl eingemischt werden und dann auf die Gelenke aufgetragen, eingerieben werden. Und auch dies hat einen sehr tollen Effekt. Es gibt da natürlich ganz viele Anwendungsgebiete dieses wunderbaren Öls. Das findet ihr in den Beschreibungen unten und da könnt ihr gerne ein bisschen intensiver nachlesen. Und ja, jetzt ist diese Pflanze direkt in der Vollblüte und wird jetzt morgen destilliert, weil das muss destilliert werden, bevor sie verblüht ist. Und ja, vielen Dank und bis bald. Tschüss.